Jo, so wie es aussieht, ist es an. Hallo, liebe Liebenden. Ja, ihr seht die Mütze. Ist meine Art Narrenkappe. Weihnachten ist schon vorbei, aber trotzdem, aus gegebenen Anlass wollte ich einfach ein Video probieren. Heute ist der 11.01.2024. Wir haben ja Bauernkrieg, könnte man fast sagen. Und man muss sagen, die Bauern sind schon sehr mächtig und haben sich sehr, sehr eingebracht auf der Straße so. Und ja, jetzt werden sie natürlich in eine rechte Ecke gestopft, so wie halt ständig mit der rechten Keule praktisch diktiert wird. So, dass halt alle böse sind und so weiter, Liberalismus. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und genau das kommt jetzt heute auch wieder so richtig schön zum Tragen am 11.01.2024, kurz, naja, 22, 33, auch eine gute Zeit. Genau, was wollte ich eigentlich einbringen? Mir geht es darum, einfach am heutigen Tag, zum richtigen Tag, weil politisch halt gerade viel passiert und auch mit uns Deutschen die deutscheste aller Fragen, also eigentlich an die deutscheste, aber das solltet ihr entscheiden und das ist, glaube ich, sehr, sehr komplex, das Thema, auch wenn es eine einfache Frage ist und diese Frage steht mit Sicherheit schon als Text für dieses Video. Okay, also fangen wir an. Wollte euch einladen auf eine Challenge und diese Challenge heißt: Was würde ich tun, wenn ich wieder König von Deutschland bin? So, wir nehmen jetzt mal alles auseinander praktisch. Also, die einen werden gleich wieder sagen: Also, der ist doch kein Experte, also der hat doch ja keine Ahnung. Die anderen, die mich vielleicht persönlich erkennen, sagen: Naja, also der trinkt ab und zu mal ein bisschen, kann auch feiern. So, aber ansonsten ist er eine faule Sau und ja, so richtig verstehen kann man auch nicht. Und meist tut er nicht das, was er soll oder was man von ihm erwartet. Also das könnte man alles fragen, wenn man diese Frage hört. Die Frage aller Fragen. Was würde ich tun, damit wieder etwas viel, viel besser wird? Beziehungsweise, was würde ich tun, wenn ich König von Deutschland wieder bin? So, der zweite Wortstamm, wieder bin, heißt praktisch in meiner Welt erstens Humor. Gut, nicht jeder versteht den. Und zweitens, es gibt ja alternative Lösungen so für all diese Probleme, die wir jetzt gerade vorfinden in dieser verrückten Welt. Also schnallt euch an, es geht jetzt langsam verrückt vorwärts. Und da sollte jeder einen Anker haben in sich und sich vielleicht auch genau diese Frage stellen: Was würde ich tun, beziehungsweise worauf kann man sich einigen? Und genau darauf lade ich euch ein. Wo kann man sich einigen, wenn man etwas in Deutschland verbessern will, beziehungsweise denn der König von Deutschland wieder ist? Daher genau diese Frage. Genau, diese Challenge würde ich jetzt einfach beginnen. Heute ist, wie gesagt, der 11.01. Morgen kommt dann einfach meine Liste, wie ich das sehe, wie man einiges verbessern kann. Beziehungsweise, was würde ich tun, wenn ich wieder König von Deutschland bin? Beziehungsweise, was wären die Maßgaben? Man kann mich natürlich nicht wählen. Und wenn ich jetzt so irgendwie laut rumschreien würde und sagen, ich bin der König von Deutschland, würden sie mich auch in eine Gummizelle stecken. Aber ich habe ja zum Glück meine Narrenkappe auf. Und trotzdem genau die Frage: Was würdet ihr tun, wenn ihr wieder König von Deutschland seid? Weil dank der Bauernproteste fällt uns wirklich auf, worauf geht es hinaus? Im schlimmsten Fall auf Neuwahlen. Meint er wirklich, dass er was Besseres wird? Nee, tut's nicht. Es tut's nicht. Es wird praktisch genau der gleiche Scheiß bleiben. Und deswegen brauchen wir sozusagen Anker, wo wir uns alle praktisch miteinander vielleicht sogar absprechen, was wichtig wäre. So. Und dann natürlich im Vertrauen, die Leute, zum Beispiel Thailand. Du darfst thailändischen Bohnen nur kaufen, wenn du Thailänder bist.
So, wenn du das als König von Deutschland haben willst, stell dir vor, dann wirst du gebrandmarkt in die rechte Ecke. Und genau darum geht's. Wir dürfen bestimmte Dinge nicht denken. Diese großspurige Frage, so würde meine Verwandtschaft sagen, ist genau das. Bist du größenwahnsinnig oder was? Wie kannst du so eine Frage stellen? Oh, glaub mir, frag bloß nicht das Volk, frag niemanden. Oh, okay, lass uns lieber regieren. Lassen, ist doch viel geiler, können wir es so rummeckern. Nee, darum jetzt, wir müssen uns genau auf etwas einigen, was positiv in die Zukunft zeigt. So, und ich werde morgen größenwahnsinnigerweise praktisch meine Liste veröffentlichen und so ein bisschen Luther noch nicht mal nachahmen. Luther hat Bier getrunken, so hoffe ich. Naja, gut, okay, wenigstens eine Gemeinsamkeit, außer dass er Protestant ist. Aber einfach die Thesen, was würde ich tun, wenn ich König von Deutschland wieder bin? Oder in welche Richtung würde es gehen? Niemand kann mich wählen und niemand kann euch wählen, aber stellt euch das einfach vor. Was bringt uns weiter? So, die Politiker auf alle Fälle nicht. Die bringen uns nicht weiter. So, gibt Neuwahlen. Und dann muss man sich wieder diesen Scheiß anhören und so weiter und so weiter. So, stellt euch vor, plötzlich fällt allen Deutschen auf, ey, wir haben keine Verfassung, sondern wir haben ein Grundgesetz, Paragraph 146. So, was soll da drinne stehen? Was soll da drinne stehen? Wenn ihr euch im Vorfeld keine Gedanken darüber macht, was drinne stehen sollte in der Verfassung Deutschlands oder des Deutschen Reichs, je nachdem, wie man es denn definieren möchte. Und da sollte man sich im Vorfeld schon genau die Gedanken machen, wie können wir uns einigen, also was würde ich tun, beziehungsweise in welche Richtung würde es gehen, wenn ich König von Deutschland wäre. Okay, ich habe jetzt bestimmt schon eine ziemlich große Wiederholung drin. Aber um mehr geht's nicht. Und um das Thema dann zu beginnen. Meine Lieblingsserie momentan ist Babylon 5. Aus verschiedenen Gründen. Und gestern, Shikar ist so ein. Ist wurscht. Seine Schüler haben ihn gefragt, was ist Wahrheit und was ist Gott? So, und dann fing er an mit einem scheiß Höhlengleichnis, was wir ewig gehört haben. Ich habe immer das Gefühl, man wird eigentlich nur zugeschissen mit Worten, die andere irgendwann mal gesagt haben, von Goethe jetzt los bis Schopenhauer, bis Kant, bis Nietzsche. Oh. Wie soll man nicht, also wieso schaffen wir es nicht, eigene Worte zu finden? Aber in dem Fall hat er ein riesen Höhlengleichnis, was ist Wahrheit, was ist Gott? Und zum Schluss war er selber schon ziemlich entnervt und hat einfach gesagt, die Wahrheit ist der Fluss. Und der Fluss geht hoffentlich, so interpretiere ich das, durch uns alle hindurch. Und Gott ist die Mühle, die in diesem Fluss ist. Also in jedem von uns. Und meine große Hoffnung ist, dass jeder hat ja viel, viel Gerechtigkeit und auch vielleicht Freundlichkeit in sich trägt. So. Gewisse Regeln gibt es. So. Man kann jetzt praktisch die 10 Gebote sozusagen anführen, aber das ist für ein Volk vielleicht ja nicht ganz so, also bestimmt wichtig, eine Religion ohne jetzt nicht. Deswegen bin ich auch Protestant durch und durch. Also, versteh mich. genau. Gut, damit wollte ich eigentlich abschließen und werde einfach Herrn's. Das muss wenigstens 11 Minuten lang gehen. Okay, also. Die Wahrheit ist der Fluss. Und Gott sind viele, viele Mühlen, die in diesem Fluss sind. Und wir sollten im Vorhinein wissen, was wir eigentlich wollen. Wer sind wir? Was wollen wir? Und wenn ich jetzt einfach nochmal diese Challenge eröffne, was würde ich tun, wenn ich wieder König von Deutschland bin oder beziehungsweise die Richtung? Und ich bin mir sicher, dass meine Thesen extrem kontrovers und auch wahrscheinlich schwierig und bestimmt komme ich in eine rechte Ecke mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit, aber bestimmte Sachen kann man einfach
nicht anders klären. So, momentan zum Beispiel erzählt die AfD, wir müssen Millionen von Ausländern abschieben. Ich denke mal, genau dieses Kontroverse würde ich auch denken. Ich würde es bloß noch viel, viel geiler machen. Ich würde denen vorher eine Ausbildung schenken. So, aber nur den Frauen, und da gibt es nicht viele. Nur den Frauen, die ganzen Männer wollte ich nach Hause schicken und sagen, hier lebt den Scheiß weiter, interessiert uns nicht. Aber die Mädels kommen 3 Jahre später zurück und haben eine Ausbildung und können wahrscheinlich gutes Deutsch. Frauen sind sprachbegabt. So. Und dann sind die plötzlich mehr wert in ihren Heimatländern, die Frauen, als die Kerle. Ich hoffe mal, dass dann die Kerle auf die Idee kommen, darüber nachzudenken. Und wie gesagt, dann wäre trotzdem eine Millionenabschiebung an Kerlen, die praktisch hier eingedrungen sind in meiner Welt. Also das einfache Prinzip der Tür haben wir irgendwie als Deutsche vollkommen vergessen, obwohl jede Amsel sagt, hier ist mein Revier. Gut, jetzt haben wir genau 11 Minuten und ich muss den Stopfknopf finden. Wo ist er denn bloß? Da ist. Jo, das Ding läuft. Heute haben wir den 12.01.2024, genau 0 Uhr. Ups, da steht schon 13 da. Genau. Ich werde einfach erst zusammenschneiden. Und ich habe euch noch ja nicht die Regeln verraten, wie das Spiel für die ganze Familie funktioniert. Also, am besten Video machen. So, weil jegliche Kommentare sind doch meist ein Blödsinn der Natur. Und meist schreiben es irgendwelche Bots oder irgendwelche komischen 15-jährigen, merkwürdigen Menschen. Und daher würde ich sagen, einfach per Video antworten und pflege es dann ein bei mir auf Geschenke für die Matrix. Und es geht genau darum, dass ihr euch sozusagen aus dieser normalen Matrix herausdenkt, so. Und ich habe sozusagen eine Liste, diese Kamera, das stört mich ein bisschen, so eine Liste sozusagen selber angefertigt, wenn ich König von Deutschland wieder bin, ihr seht meine Narrenkappe, dann steht als erster Punkt deutscher Boden nur für Deutsche, also jeder, der Bio-Deutscher ist, darf deutschen Boden kaufen oder Firmen oder irgendwas, weil zum Beispiel in Berlin die Abwassersysteme wurden sozusagen ständig an Engländer verkauft und das ging jedes Mal schief und im Prinzip schleudern wir damit einfach unser Geld und unsere Ressourcen, in dem Falle Boden, zum Fenster raus. So, also wer will das? Das wäre ja bescheuert. Thailand traut sich das, einige andere Länder trauen sich das auch, weil ich halte das für extrem wichtig. Wenn jeder scheiß Engländer, Franzose oder Italiener auf die Idee kommen kann, bei mir hier ganz viel Boden zu kaufen und ich als Bewohner dieses Landes einfach ja kein Recht mehr habe, dann Selbstschussanlagen und Pripapolala willst du ja nicht haben. So, genau. Zweiter Punkt, kein Geld ins Ausland. So, das bedeutet, dass der Staat doch nicht ohne den Volk zu fragen sozusagen einfach Gelder überall nach Timbuktu wegen Klimaerwärmung schicken kann oder Sri Lanka, glaube ich, war halt auch. So, überall gehen Gelder hin, nur nicht zu uns Deutschen. So, wo ich sage, das kann auf Dauer. Also es fällt ja auf, das fällt uns ja ein, auf das praktisch ständig irgendwelche unterstützt werden, die mit uns nichts zu tun haben, von unseren Geldern. So, das kann nicht funktionieren, da bin ich mir ganz sicher. So, dann dritter Punkt, die wirkliche Trennung von Staat und Kirche. So, das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel die Moslems zu uns kommen, ist es so, dass praktisch der Staat die Hälfte dieser komischen, also Moscheen, bezahlen darf, weil halt eben auch das in der katholischen Kirche und so weiter ist. Also sozusagen der Staat buttert unglaublich viel dazu, plus macht der Finanzamt diesen Kirchenzehnt und so weiter, wo ich sage, so mit welchem Recht. Also eine religiöse Gemeinschaft sollte sich durch den Glauben halten und nicht sozusagen durch Dritte. Also ich bin Protestant, erinnert euch, ich bin Protestant, also
ist sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Und natürlich muss jeder, der predigen will in Deutschland, so sehe ich das auch ein bisschen, wenigstens verheiratet sein. So. Also wenn der schwul ist, ich weiß nicht, ob ich so frei bin, dass ein schwuler Pfarrer bei mir predigen darf. Ach doch, die sind schon echt cool, die sind schon. Also ich mag schwule Männer, aber gut, lassen wir das nicht wegen sexuell. So, okay. Okay, wir haben sozusagen die Trennung von Staat und Kirche. So, vierter Punkt, Zölle und Grenzschutz. So, das bedeutet, wenn unser Geld ständig ins Ausland geht, dadurch, dass jemand es beantragen kann, in irgendeiner Form, wie man auch immer will, also da geht es vom jüdischen Denkmal los bis Sozialversicherung für die Ukrainer und so weiter und so weiter. Also Zölle bedeutet eben auch, dass unsere Bauern geschützt werden oder unsere eigene Infrastruktur. So, wenn etwas, zum Beispiel bei Erdbeeren, so, wenn wir Erdbeeren produzieren und wir die aus Spanien oder aus Butzwundu-Olundi sozusagen holen, dann unterdrücken wir praktisch eigentlich die Bevölkerung dort, indem die sozusagen Geld bekommen, was eigentlich vollkommen bescheuert ist, damit die ganzjährig Erdbeeren anbauen, weil wir sozusagen ganzjährig Erdbeeren wollen. Oh, wie gruselig, oder? Wie gruselig. Also finde ich schon so. Also das heißt, Zölle und Grenzschutz ist ein extrem wichtiger Bestandteil, weil nicht jeder hier reinkommen darf, logischerweise. Ist so wie mit meiner Tür. Also man muss dann auch einfach sagen, ey, du hast hier nichts zu suchen, geh bitte. Und bei Zöllen ist es genauso, wenn einfach ständig unsere Bauern oder wir mit der gesamten Welt konkurrieren wollen, denn wurde ein Unterdrückungssystem in jeder Hinsicht. Die Neger sind überall, also praktisch die kein Geld bekommen, ich sag's mal so, die einfach sozusagen für ihre Hände Arbeit Mindestlohn bekommen oder Mini-Mini-Lohn bekommen in Sri Lanka und Kambodscha und wo nicht alles ist. Das heißt, nur schon um die Welt praktisch vor diesem Wahnsinns-Konkurrenzdenken sozusagen abzubringen, braucht man Zölle und Grenzschutz. So einfach ist es. So, der fünfte Punkt, muss ich erklären, Marktrecht. Wie gesagt, es geht darum, sozusagen, wenn ich wieder König von Deutschland bin, also alternative Idee des Marktrechts. So, dieser Roland, der steht praktisch in jeder Stadt, wo das Marktrecht herrscht. Und da durften früher die Bauern praktisch ihr Gemüse und ihr Fleisch, also sozusagen alles Mögliche abgeben, beziehungsweise verkaufen. So, und das Marktrecht war, dass es zwar immer irgendwie schon von der Kommune Geld eingestrichen wurde, aber letztendlich relativ wenig. So dass das Recht des Bauern auf dem Markt, dass er seine Waren verkaufen kann, praktisch ziemlich groß ist. So, Marktrecht bedeutet aber auch die Verpflichtung an den Bauern. Erstens muss er verkaufen können und zweitens keine Chemie. Also so sägt er, ich möchte nicht mehr Glyphosat auf meinem kleinen Markt vergiftet werden. So. Also das heißt sozusagen Gentechnik plus Spritztechnik, die sozusagen niemandem was bringen, außer den Pharmakonzernen, die uns totspritzen wollen, wie die Pflanzen. So, ich übertreibe es mal jetzt so. Den würde ich einfach sozusagen nicht recht streitig machen. Also das heißt, die Bauern müssen sich verpflichten, ohne Scheiße, also doch mit Scheiße, mit ganz viel Scheiße, aber mit ganz viel wenig Chemie sozusagen müssen wir auskommen. So einfach ist es. Und Stickstoff und Scheiße passt ja nicht so zusammen so. Und der Staat versucht sozusagen genau das einzugrenzen. Kohlendioxid ist sozusagen lebenswirksam, genauso wie Stickstoff lebenswirksam ist, also bedeutet lebensbejahend. So, und das versuchen sie uns auszureden, was ja total verrückt ist. Aber es fällt euch hoffentlich auch auf. So, der sechste Punkt, Nummer 6. Ist die Kneipenkultur. Betreutes Trinken, so nenne ich das. Also wie viele bekannte Freunde sind von mir gegangen nur durch Alkohol? So. Und ich habe mich zum Glück sehr, sehr früh zum Reinheitsgebot bekannt,
So, dass das nicht ganz so schlimm war, hoffentlich. Naja, ihr seht ja so, Jungs sieht nicht mehr aus, aber gut, ist nicht so wichtig. So, die Kneipenkultur bedeutet, dort gibt es Bier, ist ab 19 Uhr in meiner Welt geöffnet, vielleicht sogar ab 17 Uhr gibt es ja auch ein paar Leute, die so, und da gibt es nur Bier. So, Bier bei 4% rate ich dir, kommst du mir klar, wenn man dann noch Kräuter reinmacht und so weiter, kann es sogar sehr lebensbejahend sein. Und wichtig ist die Kommunikation. So, und da haben wir gleich das Braurecht. Wir waren mal in Torgau, da haben die ein Theaterstück gemacht, was heißt die Rotte Tor. So, ich bin Legastheniker, kam damit überhaupt nicht klar. Musste mir deswegen das Theaterstück auch angucken. Und da ging es darum, dass die Armen versucht haben, das Braurecht zu erhaschen. Weil zu dem Zeitpunkt nur einigen wenigen, wie überall praktisch, vermacht ist. Das heißt, die Kneipe hat auch ihr eigenes Bier zu brauen. Schon um ein bisschen gesunde Konkurrenz. Und die Bauern werden dadurch auch unterstützt. So, man muss einfach gutes Bier herstellen bei 4% und die Leute zusammenbringen und dann gibt es vielleicht ab und zu mal Met. Ansonsten gibt es keinen Alkohol zu kaufen. Gut, kannst du sowieso nicht verhindern. Das heißt, einige werden ihren Prima-Spritz selber rühren. Aber gut, fällt dann halt auch für die, dass es nicht so gesund ist. Aber wenn man kommuniziert und dazu Alkohol trinkt, ich denke mal, das ist auch eine gewisse deutsche Leitkultur, so muss man es mal einfach sagen. Also Kneipenkultur Nummer 6, sehr, sehr wichtig. So, bei 7, wegen unserer Nachkommenschaft, die verrückten Jünger des Wahnsinns, die praktisch in eine 8 Quadratmeter Box leben können, Hauptsache da ist ihr Bett und ihr Computer drin, Bewegung gleich 0, plus Kommunikation mit der Wirklichkeit, also sozusagen 3D-Deluxe-Fernsehen in meiner Welt, kennen die ja nicht, die kennen nur diese flache Scheibe, so wie hier jetzt gerade. Genau, daher Computer und Handys sozusagen in dem Sinne nicht aus normalem Leben verbannen. Gibt es natürlich Ausnahmen, wenn du jetzt Feuerwehr bist, musst du angerufen werden können und so weiter. Aber ansonsten gibt es es nur in Unis und Schulen, so dass man sich da weiterbilden kann, kommunizieren kann und so weiter. Aber halt begrenzt auf 4 Stunden, so dass praktisch der Geist, ein Kind braucht Langeweile. Gerade ein Jugendlicher ist einfach mal dieses Computerspielen ist praktisch schon ein Hetzthema, dass die Leute ein Glücksgefühl bekommen aufgrund von Adrenalin, weil sie im Sitzen aber ja nicht abbauen können. Das ist nicht gut für den Kopf, da bleibst du verkleistert auf Dauer. Daher muss der Computer und das Handy eingeschränkt werden, damit unsere neue Generation, also die Fruchtfolge, gewahrt bleibt. Ansonsten werden die wahrscheinlich echt nur Stress brauchen, um klar zu kommen. Keine Ahnung, 10 Minuten wie ein Goldfisch. Ich mal's mal böse. Junge Generation, mal's mir nicht so böse an, wenn ihr euch länger wie 10 Minuten konzentrieren könnt und auch ab und zu mal Platzangst bekommen, weil ihr euch gerade nicht bewegt habt, einen Tag lang, solltet auffallen. So, also halte ich für wichtig. Computer hören eingeschränkt. So, Punkt Nummer 8. Muaha! Schräge Nummer, aber ich halte für das Wichtigste mit auf Platz Nummer 8, und zwar fliegende Autos. So, erstens sollten wir evolutionär schon längst in der Lage sein, natürlich wird es ständig weggekauft. Also wir haben jetzt mittlerweile 3 Firmen, die wird versuchen, nennt sich Octocopter und so weiter und so weiter. Es gibt verschiedene Varianten, also fliegende Autos in Form von Senkrechtstarten. So, Millimeter genau parken können, so was will man mehr. Weil jeder Kilometer Autobahn vernichtet nicht nur Landschaft, sondern auch wirklich unglaublich viel Geld, so was wir alle zahlen als Steuerzahler. Also ein Kilometer Straße, wenn man die Brücken und Tunnel und Pipapo und Tralala sozusagen sieht, kosten die alle 20 Jahre genauso viel, wie sie schon mal gekostet haben. So ist so oder so absolut nicht nachhaltig. Und sobald man fliegende Autos hat, brauchst du
dieser extremen Zersiedelung oder Zerstückelung der Welt durch Straßen brauchst du einfach nicht mehr. So, und machen wir uns mal nicht vor, das ist einfach alles viel, viel einfacher, denn also ist doch klar, wird alles viel einfacher. So, und jetzt die Nummer 10, die Forcierung des 3D-Druckers. So, das bedeutet, in meiner Welt, jede Stadt sollte einen 3D-Drucker haben, der auch 2x2 Meter Teile ausdrucken kann. Und das praktisch in dem Sinne, der Volk beliefert wird mit Dingen, die sowieso aus dem 3D-Drucker kommen. Das heißt, in China gibt es sozusagen 3D-Farmen, das sind riesige Räume, wo 3D-Drucker drin stehen und die scheißen uns mit ihrem Plastemüll praktisch zu. Mit Dingen, die die Welt nicht braucht, so. Und natürlich muss man auch da eben gucken. Genau. Ich habe Plastik als Gold vergessen. Was Nummer 9 ist, was aber genauso wichtig ist. Das heißt, wenn sich Deutschland auf 3 oder 4 Plastearten einigen würde, die eben nicht verwittern, die keinen Weichmacher brauchen und so weiter. Also mir wurde zum Beispiel Nylon eingefallen. Du kannst es auswaschen, schmilzt bei 250 Grad und ist ab sofort stabil und selbst wenn du eine Wüste aussetzt, hält es wahrscheinlich 1000 Jahre als Figur. So. Und dann ist praktisch Plastik wieder Gold, was dann auch jedes Gramm einzeln bezahlt werden muss. So. Und die 3D-Drucker mit Nummer 10 sind genau das. So bestimmte Sachen kann man auch aus Plastik drucken. Kann man wieder einschmelzen, relativ hohe, also geringe Energieeffizienz und so weiter. Also sozusagen du brauchst nicht viel Energie, um Plastik wieder einzuschmelzen. So, und Nummer 11. Die Monokultur muss begrenzt werden. Also wenn ich hier mich bewege in meinem Umfeld und durch die Republik, also Deutschland in dem Falle, sehe ich überall, so weit wie das Auge reicht, Raps, Roggen, Sonnenblumen, muss ich mal sagen, finde ich schön und ab und zu mal Mais so. Aber eigentlich wirklich so eine harte Monokultur, so weit wie das Auge reicht, wo ich sage so, okay, die Bauern machen doch sowieso nur, was subventioniert wird, sind wir uns mal klar, die sind auch Kapitalisten und stellen halt nicht die Dinge her, die praktisch wir Menschen brauchen, sondern was subventioniert oder viel Geld bringt so. Aber gleichzeitig konkurrieren sie halt mit der gesamten Welt und da ist eben durch die Zölle ist halt auch abgemacht mit den Jungs, ihr müsstet herstellen, was hier gegessen wird. So einfach ist es. Also Monokultur muss begrenzt werden, nur schon durch den logischen Grund, dass einfach du nicht nur Roggen essen willst oder das und das. Genau. Nummer 12 ist wahrscheinlich ein eigenes Video wert. Reduktion aufs Wesentliche. Dort das heißt zum Beispiel so einfache Sache wie, brauche ich Erdbeeren im Winter? So, keine Ahnung. Also, bin mir ganz sicher, dass ich die nicht brauche im Winter. So, und wenn, dann hätte ich Marmelade von gemacht. So, wenn es dann halt dran war. So, das heißt, wenn wir sozusagen immer alles zum unterschiedlichen Zeitpunkt haben wollen, wie Litschis, gibt es bei mir zum Beispiel nur immer um Weihnachten rum, gibt es auch ansonsten nicht scheinbar. So, da futter ich mich echt voll mit den Dingern und dann ist auch wieder gut und ein Teil muss ich leider wegschmeißen, aber in der kurzen Zeit bin ich echt süchtig drauf. So. Und genau darum geht's, einfach Reduktion aufs Wesentliche. Wir wollen am Leben bleiben, wir wollen auch unsere Umgebung sozusagen am Leben halten. So. Also menschlich wie auch tierisch. Also wir haben hier Hühner, ich bin echt froh, dass wir die haben. Und da ist schon keine reine Monokultur mehr, nur weil wir die Hühner hier frei rumlaufen lassen können. So, denen geht's hier richtig gut und die sind wunderschön. Also ich kann Vegetarier überhaupt nicht verstehen. Nehmen wir mal Veganer nicht verstehen, weil die ja kein Hühnchen mögen, also Hühner, also Ei mögen. Also den jetzt richtig klasse hier, also kann ich nicht nachvollziehen. So, okay. Jetzt wollte ich mich wieder konzentrieren, weil Abschluss kommt
Kommunikation, muss mir jetzt einfallen, aber mir fällt gerade nicht ein. Im Prinzip wollte ich bloß zusammenfassen, also dass ihr euch auch vorstellen könnt, macht es Sinn, was ich hier angesprochen habe für euch oder nicht. Ansonsten, ich bin ja allwissend zum Glück. Und anderen Leuten fallen auch viele Punkte ein, die wahrscheinlich sehr, sehr wichtig sind. Aber was wollen wir sozusagen zusammen als Kultur sogar? Und das, was wir jetzt hier vorgelebt bekommen haben, die letzten paar Jahre, ist wirklich wahrscheinlich dem letzten aufgefallen, dass irgendwie das eine sanfte Vergewaltigung ist oder ein Stockholm-Syndrom ist. So. Und wie gesagt, ich glaube, dass die Wahrheit in uns steckt und dass wir einfach sie rauslassen müssen, ohne diese ganzen verrückten Experten, die uns erzählen wollen, wie das Universum existiert, im schlimmsten Fall vom Urknall angefangen, von Harald Lesch bis nackte Kanone, Leslie Nielsen. So. Also ehrlich, das heißt, wir sollten anfangen, selber zu denken, und ich bin mir sicher, dass ihr bestimmt auch einige Vorschläge habt, die Sinn machen, so, die mir einfach nicht eingefallen sind. Ich bin ja halt nicht ein Allwissend, so, ist ja normal. Und eigentlich dieser ernste Russenfilm, den ihr jetzt hier seht, nur darum, dass ihr euch einfach mal Gedanken macht, und auch, weil wir sind König von Deutschland. Wenn wir zusammenhalten und uns auf einige Regeln einlassen können, zusammen, ist doch alles gut, so. Und ja, zum Beispiel Moslems, so einfache Geschichte. Ich habe sozusagen mehrere Leute gefragt, was findet ihr am Koran irgendwie kacke? Und da haben die Mädels aber nur gesagt, na, ich will mich nicht verheiraten lassen. So, mit welchem Recht? Das ist bei uns wahrscheinlich noch nicht mal 150 Jahre her, wer weiß, keiner weiß es so richtig. Aber bei den Moslems ist ganz normal, dass die verheiratet werden. Wer will sowas? Das auch ein kulturelles Erbe, was in uns steckt und was einfach auf eine gewisse Weise verteidigt gehört. Ich meine, ich bin Kerl, ich habe es da vielleicht sogar richtig leicht. Dann bin ich der Fascher. Aber da muss ich die ganze Scheiße selber machen. Meine Frau braucht nicht mal selber denken. Die organisiert mich momentan. Also, der wäre doch total bescheuert, wenn ich sozusagen meinen rechten Arm abhacken würde, nur weil ich meinen linken benutzen will oder andersrum. Ist doch irgendwie total bekloppt. Daher, also, auch Frauen gehören an die Macht und auch zum Rederecht. So. Weil einfach eine Frau eine andere Denkweise ist. Ja, ja, ich darf mich nicht verreden. So, okay. Ich suche jetzt den Stopppunkt und werde einfach zusammenschneiden. Mit den 11. und den 12. Und jetzt haben wir 0.21 Uhr. Also ich habe hier noch geredet. Ich wünsche euch was und hoffe, dass einige meiner Ideen Sinn macht und dass ihr auch auf Ideen kommt, was Sinn machen könnte, weil, so wie es ist, können wir nicht weiterlaufen lassen, und die, die uns erzählen, wie es weiterlaufen soll, sieht einfach nur nach grüner Hölle aus, muss ich mal sagen, und zwar olivgrüne Hölle. Gut, mit diesen Worten, bis gleich. Ah, da.